Das Thema heute Abend ist, wie sollte es in einem buddhistischen Zentrum anders sein, der Buddha. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich schon mal mit dem Buddha beschäftigt hat. Ein bisschen vielleicht. Vielleicht werden Sie heute ein bisschen mehr erfahren. Mal gucken. Ich fange jetzt mal an. Wenn er geht, schreitet er zuerst mit dem rechten Fuß auf. Er streckt den Fuß nicht zu weit vor und setzt ihn nicht zu dicht nieder. Er geht weder zu schnell noch zu langsam. Er schaut beim Gehen nicht in der Gegend herum. Er blickt eine Pfluglänge voraus. Darüber hinaus hat er ungehindertes Wissen und Schauen. Wenn er Reis erhält, hebt oder senkt er die Schale nicht und neigt sie nicht vor oder zurück. Er nimmt weder zu wenig noch zu viel Reis. Er fügt Soßen im richtigen Verhältnis dazu. Er überschreitet die richtige Menge Soße für einen Bissen nicht. Er wendet den Bissen zwei- oder dreimal im Mund und schluckt ihn dann herunter. Und kein Reiskorn gelangt unzerkaut in seinen Körper. Erst dann nimmt er den nächsten Bissen. Er nimmt sein Essen zu sich und erlebt dabei den Geschmack. Allerdings erlebt er keinerlei Gier nach dem Geschmack. Wenn er gegessen hat und das Wasser für die Schale erhält, hebt oder senkt er die Schale nicht, neigt sie nicht vor oder zurück. Er nimmt weder zu wenig noch zu viel Wasser für die Schale. Er wäscht die Schale, ohne plätschernde Geräusche zu machen. Er wäscht die Schale, ohne sie zu drehen. Er stellt die Schale nicht auf den Boden, um die Hände zu waschen. Wenn seine Hände gewaschen sind, ist die Schale gewaschen. Und wenn die Schale gewaschen ist, sind seine Hände gewaschen. Er schüttet das Wasser nicht zu weit weg, noch zu nahe. Er verschüttet es nicht. Wenn er gegessen hat, sitzt er eine Weile schweigend da, aber er versäumt den Zeitpunkt für die Belehrung nicht. Wenn er gegessen hat, er kritisiert dabei die Mahlzeit nicht und erwartet keine weitere Mahlzeit. Er unterrichtet die Zuhörerschaft, fordert sie auf, rüttelt sie auf und ermuntert sie mit einem Vortrag, einzig über den Dharma. Wenn er dies getan hat, erhebt er sich von seinem Sitz und nimmt Abschied. So ist er, Meister Gotama, und mehr als das. Das ist eine Beschreibung von Uttara. Uttara hat den Buddha beobachtet, lange Zeit, so 7, 8 Monate, um seinem Lehrer von ihm zu berichten. Diese Beschreibung finde ich sehr faszinierend. Sie gibt uns einen Eindruck davon, wie ein Buddha sich verhalten hat. Ja, es ist die Beschreibung von natürlicher Achtsamkeit. Der Buddha ist im Hier und Jetzt, immer in dem, was gerade ist, in dem, was er gerade tut. Nun leben wir jetzt im Jahr 2011 und ich glaube nicht, dass der Buddha jetzt hier zur Tür reinkommt. Also wir haben keine direkte Möglichkeit, den Buddha zu sehen. Er ist nicht mal unter uns. Dennoch sind Begegnungen möglich und ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit dem Buddha. Das ist lange zurück, war 1993 in China. Ich war zu der damaligen Zeit noch gar kein Buddhist. Aber mir ist diese Begegnung wirklich in Erinnerung geblieben, sehr präsent. Es gibt in der Nähe von Shanghai einen ganz berühmten buddhistischen Tempel. Und in diesem Tempel gibt es einen Jade-Buddha. Der Buddha ist fast 2 Meter hoch, eine sitzende Statue, so ähnlich wie diese, und aus einem Stück Jade gefertigt. Ganz kunstvoll aus Jade geschnitzt. Diese Statue hat mich sehr beeindruckt. Das war der erste Teil, der mich an diese Begegnung so erinnert. Und der zweite Teil war ein Mönch. Wir waren damals touristisch unterwegs und sind mit der Reisegruppe so in das Kloster gegangen. Und es war eigentlich ein Hof voller Menschen. Und wir sind ganz in so einer Schlange sozusagen an dem Jade-Buddha vorbeigeführt worden und hatte gerade mal Zeit, so 2 Minuten auf die Figur zu schauen. Aber in dem ganzen Gewühle stand ein Mönch. Und wir hatten irgendwie Blickkontakt miteinander. Wir haben uns nicht unterhalten. Ich wusste gar nicht, Englisch, ich kann kein Chinesisch und ich glaube nicht, dass er Englisch sprach. Aber wir haben einen sehr kurzen und trotzdem sehr intensiven Blickkontakt gehabt. Und das Gesicht von diesem Mönch ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war also meine erste Begegnung mit dem Buddha. Zuvor hatte ich natürlich schon vom Buddha gehört, ich habe schon vom Buddhismus gelesen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mich irgendwas berührt hätte. Aber bei der Begegnung, welche Bedeutung hat der Buddha für mich heute?
Vielleicht wird das auch im Laufe des Vortrags ein bisschen klarer. Für mich ist erstmal, ich bin jetzt Buddhist, seit 12 Jahren ungefähr, und für mich verkörpert er das Ideal, das Potenzial. Das ist für mich eine Quelle von Inspiration. Ich lese sehr gerne in den alten Schriften, auch über den Buddha, aber vielmehr interessieren mich so wirklich die alten Aufzeichnungen von dem, was der Buddha gesagt hat, so wie eben das, was ich gerade zitiert habe, was Beschreibungen sind, die mit dem Buddha zusammenhängen. Und manchmal sind diese Dinge, die man dann nachlesen kann, so prägnant und so eindeutig viel besser zugänglich als so mancher ausgearbeitete Vortrag. Ich habe meinen Abschnitt über Ethik gelesen in dem Pali-Kanon, und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, warum hältst du eigentlich so viele Vorträge über das Thema? Du brauchst nur das machen, was da steht. Das ist eigentlich schon alles. Also die Beschäftigung mit dem Buddha gehört für mich zur Praxis, zu meiner buddhistischen Praxis dazu. Ich frage mich dann, wie hätte der Buddha sich verhalten? Was hätte der Buddha gemacht? Dass man Buddhist ist, drückt sich dadurch aus, dass man Zuflucht nimmt. Also wir wenden uns hin zum Buddha. Eins der drei Juwelen im Buddhismus. Buddha, Dharma und Sangha. Dharma für die Lehre und Sangha für die buddhistische Gemeinde. Das ist das erste der drei Juwelen der Buddha. Also beschäftige ich mich auch natürlich. Und ich weiß, was mit dem Juwel denn eigentlich gemeint ist, was dem Juwel verbunden ist. Wo begegnet uns denn der Buddha heute? Die Frage stellen. Wenn ich so durch die Stadt gehe, mich hier so umgucke in unserer Gesellschaft, dann scheint der Buddha allgegenwärtig zu sein. Ja? Kein Möbelgeschäft, in dem nicht irgendeine Buddha-Statue im Regal steht. Ja, kein Schaufenster in einer Parfümerie oder Apotheke, habe ich letztens wieder gesehen, wo eine Buddha-Statue, da stand sogar so eine kleine Rupa stand so auf dem Kassentresen und die hat immer so ein kleines Fläschchen im Arm, ja, mit irgendeinem, was weiß ich, Beruhigungsmittel oder was auch immer. Ja? Man findet das in Wellness-Oasen, ja? In Restaurants, auf der Theke, überall findet man Buddha-Statuen. Finde ich sehr seltsam. Und ich weiß nicht, wer aus Essen kommt, vielleicht sind alle aus Essen. Hier gibt's ja das GOP, das GOP, also diese Varieté. Und im Keller von diesem Varieté gibt's einen Club. Und dieser Club hieß früher Buddha-Lounge. Ja? Dann durfte man den Namen nicht mehr verwenden, weil diesen Namen Buddha-Lounge hat irgendeine Gesellschaft in Paris für eine solche Nachtclub sozusagen für sich gepachtet. Jetzt heißt dieser Club Bahia Lounge. Der Name Bahia, auf den komme ich nochmal zurück. Das macht das Ganze etwas grotesk, warum man dieses Etablissement da Bahia Lounge nennt. Ja. Ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das so? Warum ist der Buddha irgendwie in der Gesellschaft so präsent? Ja, warum steht er überall rum? Denn die meisten Menschen sind in unserer Gesellschaft keine Buddhisten. In Deutschland gibt es etwas über 80 Millionen Menschen. Und ich glaube, die Buddhisten bei uns, wenn man die Buddhisten, die ursprünglich von ihrem Elternhaus oder von ihrer ethnischen Herkunft her Buddhisten sind, wenn man das mit Metzger sind, wäre das um die 250.000 vielleicht. Eine halbe Million. Also verschwindend gering. Ja? Buddhismus ist ja in Deutschland noch niemals als Religion anerkannt, weil es so wenig sind. Da muss man einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung haben und dann wird das erst als Religion anerkannt. Aber trotzdem scheint der Buddha für etwas zu stehen. Scheint ein Symbol zu sein. Steht vielleicht für Friedfertigkeit, für Gelassenheit, für Ruhe. Vielleicht ist es aber auch nur ein Hauch von Exotik. Ja. Aber für mich drückt dieser Buddha in unserer Gesellschaft auch eine Sehnsucht aus. Eine Sehnsucht. Vielleicht nicht die Sehnsucht nach Erleuchtung, wie die Buddhisten der Fall ist, aber nach Glück, nach Zufriedenheit, nach weniger Hektik und Stress, vielleicht nach Selbstfindung. Also wenn wir uns so eine Buddha-Figur wie diese hier anschauen, dann stellen wir uns vielleicht die Frage, wie schafft es ein Mensch, eine solche Ruhe und Gelassenheit auszudrücken? Und das ist wohl auch das, was anziehend wirkt an Darstellungen vom Buddha. Wir fragen uns vielleicht in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben, mit der Hektik, mit den vielen Verpflichtungen, einem immer größeren Tempo an Veränderungen, mit Burnout-Syndrom und psychischer Überforderung, ist das überhaupt möglich? Ist es überhaupt möglich, Ruhe und Gelassenheit zu erlangen? Geht das überhaupt?
Jeden Donnerstag hat man hier die Möglichkeit, Meditation zu lernen bei uns im Zentrum. Es gibt jeden Donnerstag die Einführung in Meditation. Und die Menschen, die zu uns kommen, haben unterschiedliche Motive, warum sie das tun. Einige interessieren sich für Esmus, andere möchten Meditation kennenlernen. Sie sehen darin eine Möglichkeit, vielleicht dem Alltag zu entfliehen, ja, möchten ruhiger, gelassener werden, zu sich selbst finden. Noch gar nicht so lange her, da hat ein Teilnehmer mich mal gefragt, warum ich denn meditiere, warum ich das denn mache. Ich habe geantwortet, es ist Teil meiner buddhistischen Praxis, ja, das Mittel auf meinem Weg der spirituellen Entwicklung. Es ist Teil meines Lebens geworden zu meditieren. Es gehört für mich zum täglichen dazu, wie viele andere Dinge auch. Und meine Antwort hat ihn wohl etwas überrascht. Er hatte mich nämlich dann nochmal in der Pause darauf angesprochen und fragte, hat das nichts mit Entspannung zu tun, warum du meditierst? Hat das nichts damit zu tun? Nichts mit Gelassenheit erlangen? Er fragte dann auch ganz skeptisch, ob man ein Buddhist sein müsse, wenn man hierher kommt, ja, um meditieren zu lernen. Ich konnte ihn beruhigen, also muss man nicht sein, um zu meditieren muss man kein Buddhist sein. Aber Meditation hat natürlich einen Effekt. Das kann man dann auch ausprobieren. Also vielleicht ist der Einstieg in so etwas wie Meditation das, was eine Buddha-Figur will. Sehnsucht nach Gelassenheit, nach Entspannung und der Wunsch, das auch erleben zu dürfen. Denn der Buddha wird ja auch oft in Meditationshaltung dargestellt, so wie er hier auch ist. Wir verbinden einfach damit Ruhe und Gelassenheit. Wenn wir uns ein bisschen mit dem Buddhismus auseinandersetzen und so in die Welt schauen, dann stellen wir fest, dass es unendlich viele Darstellungen vom Buddha gibt. Wie gesagt, sitzend in Meditationshaltung, es gibt ihn stehend, es gibt ihn liegend, ja, überlebensgroß, mit unterschiedlichen Roben, es gibt ihn in dick und in dünn. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Und es ist einfach darauf zurückzuführen, dass die kulturellen Einflüsse in den Gesellschaften dazu geführt haben, was Schönheitsideal war, dann natürlich auch umgesetzt. Die Darstellung, Mode, Zeitgeist. In Thailand sehen die Buddhas anders aus als in Japan. Wir waren mal in Burma und ein Lebenserwerb von Menschen dort ist, als Steinmetze zu arbeiten. Und die machen aus den Steinen Buddha-Statuen, kleine und große. Und wenn man da durch so eine Fabrik geht, wo diese Steinmetze arbeiten, dann sieht man ganz unterschiedliche Buddha-Figuren. Und wir haben mal gefragt, warum das so ist. Ja, das sind Bestellungen. Dieser geht nach Japan, der geht nach Amerika, der geht nach Thailand und der geht dorthin. Und kann man sich so aus dem Katalog aussuchen, welche Darstellung man dann gerne hätte. Ja? Also, ein Buddha begegnet uns heute irgendwie in vielfältiger Form und auch außerhalb des buddhistisch-religiösen Kontexts. Ich erinnere mich an eine Aussage, die mal bei uns im Bundestag war. Da hat, glaube ich, Westerwelle war es, der zum Helmut Kohl gesagt hat, Sie sitzen da wie ein Buddha. Und der sprach wohl damit die Körperfülle an, die der Altbundeskanzler ja, nun mal hat. Und es gibt im Chinesischen so Darstellungen von sehr üppigen Körperformen von Buddha. Mir ist aufgefallen, bei Jesus' Darstellung ist das nicht so. Also mir ist noch nicht aufgefallen, dass in unserer Gesellschaft eine Jesus-Darstellung anders benutzt wird als im religiösen Kontext. Finde ich sehr seltsam. Aber der Buddha ist irgendwie allgegenwärtig. Nun müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was wissen wir? Was verbinden wir damit? Welche Bedeutung hat er für uns? Und da fängt man am besten mit der Lebensgeschichte da an. Einige werden die kennen, mal so in die Runde. Der eine oder andere hat schon was gehört von dem Buddha und von seiner Lebensgeschichte. Ich werde sie trotzdem kurz wiedergeben. Aber es gibt unterschiedliche Darstellungen, die auch ein bisschen wieder kulturell gefärbt sind, ja, von Legenden und Mythen geprägt sind. Ich halte mich jetzt ein bisschen an das, was der Buddha selber erzählt hat. Wenn man in den buddhistischen Schriften nachlesen, hat der Buddha auch über sein Leben gesprochen. Also, das ist eine Quelle, die buddhistischen Schriften, die wir haben, und natürlich auch Forschung. Weil es gibt eigentlich keine Chronik oder keine Zeittafel. Die Daten, die wir heute haben, die wurden rekonstruiert anhand von Ereignissen, die parallel stattgefunden haben, weil man bestimmte Begegnungen kannte. Deshalb gibt es auch keine genaue Datierung, wann der Buddha nun wirklich geboren wurde. Ja, das schwankt so plus minus 100 Jahre.
Aber man muss sich natürlich fragen, ist das wirklich wichtig, das genau zu wissen? Zeit ist relativ. Ja. Wir haben unseren christlichen Kalender, wir leben im Jahr 2011. Die Muslime haben ihren Kalender. Und es gibt auch einen buddhistischen Kalender. Wenn wir jetzt in Thailand wären, dann hätten wir das Jahr, ich habe es mir aufgeschrieben, 2555. 2055 ist das Jahr nach der buddhistischen Zeitrechnung. Ja. Also wichtiger als die Zeit ist sicherlich die Botschaft, die durch das Leben des Buddha übermittelt wird. Vor der Buddha wurde, war es Siddhartha Gautama. Er kam also nicht als Erleuchteter auf die Welt. Geboren wurde er in Lumbini, das ist heute südliches Nepal. Er war Sohn eines Stammesfürsten, das ist wohl die richtige Bezeichnung. Manchmal wird auch König gesagt oder so, aber die Gesellschaftsstruktur war eher damals so, dass es in unterschiedlichen Stämmen und Fürstentümern sozusagen organisiert war. Und diese Stammesfürsten wurden gewählt für eine gewisse Zeit. Und sein Vater war eben ein solch gewählter Stammesfürst. Und wie das damals so üblich war, hat der Vater einen Brahmanen beauftragt, das Horoskop zu für seinen Sohn, gerade geboren. Und es wurde prophezeit, dass aus Siddhartha entweder ein großer weltlicher Herrscher oder ein Religionsstifter würde. Als Stammesfürst war dem Vater natürlich der große weltliche Herrscher lieber als ein Religionsstifter. Und so hat er versucht, ihn auf diese Aufgabe vorzubereiten. Hat ihn unterrichtet in allen möglichen Künsten und hat gleichzeitig versucht, alles Unangenehme von ihm fernzuhalten. Ja. Der Buddha hat selber erzählt, er hatte drei Paläste, in denen er gelebt hat, für jede Jahreszeit einen Palast, dem Klima dann angemessen. Ja. War umgeben von Musik, Speisen, Tanz, alles, was man sich so vorstellen kann. Relativ jung hat er geheiratet, auch das war üblich, beziehungsweise er wurde verheiratet, romantische Liebe gab es, er wurde verheiratet von seinem Vater, hatte auch einen Sohn, der Sohn war Rula. Und trotz des Wohlstandes, den er erlebt hat, haben Siddhartha die zentralen Fragen des Lebens beschäftigt. Vielleicht die Frage nach dem Sinn des Lebens, warum bin ich hier, ja, was ist der Zweck des Daseins. Er hat das so explizit nicht gesagt, aber es hat ihn sicherlich genauso beschäftigt wie jeden anderen jungen Menschen. Es gibt aber eine Begegnung oder mehrere Begegnungen, die das sehr gut beschreiben. Er wurde nämlich mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert. Dazu gibt es die Geschichte der sogenannten vier Ausfahrten. Man ist sich heute ziemlich sicher, dass die in dieser Form nicht stattgefunden haben. Aber sie geben doch machen sehr deutlich, wie die Begegnung mit Alter, Krankheit und Tod aussehen kann. Die Geschichte ist so, dass irgendwann der Wunsch in Siddhartha gewachsen ist, mal die Welt zu sehen, nach draußen zu gehen, die Palastmauern zu verlassen. Und er hat seinen Wagenlenker, ein vertrauter Freund, gebeten, mit ihm in die Stadt zu fahren, raus. Und bei diesen Ausfahrten sind ihm unterschiedliche Menschen begegnet. Als erstes ein Mann, ganz verschrumpelt, gebeugt, kaum fähig wirklich noch zu gehen, ausgelaugter Gesichtsausdruck. Und er war ganz überrascht, was das denn wohl ist. Noch nie gesehen. Und der Wagenlenker erklärt ihm auf die entsprechende Frage, ja, das ist ein alter Mann. Ja, und was bedeutet das? Alt? Werde ich auch alt? Ja, sagt der Wagenlenker, ja, natürlich, du wirst auch alt. Wir alle werden alt. Ich bleibe nicht so, wie ich jetzt bin. Nein, du bist genauso alt und wirst irgendwann mal so aussehen wie dieser alte Mann. In der zweiten Ausfahrt sah ich jemanden im Straßengraben liegen. Der Mensch schüttelte sich vor Krämpfen, Fieber. Auch da wieder die Frage, was ist mit dem Mann los? Ja, der Mann ist krank. Der ist krank. Ihm geht's nicht gut. Und er fragte wieder seinen Wagenlenker. Ja, wird mir das auch passieren? Werde auch ich krank? Ja, natürlich wirst du krank. Alle Menschen werden krank. Irgendwann werden alle Menschen krank. Das war mir irgendwie unbegreiflich. Und bei der dritten Ausfahrt begegnete er einer Prozession, die einen Leichnam zu Grabe trug, also zum Verbrennungsplatz, wie das in Indien. Und da wieder die Frage, was ist das für ein Leichnam?
Der Mensch ist gestorben. Das Leben ist aus ihm gewichen. Und auch wieder von Siddhartha die Frage, auch mir wird das passieren? Auch mir wird das passieren? Auch ich werde sterben? Selbstverständlich. Wir alle werden sterben. Deine Eltern werden sterben. Du wirst sterben. Ich werde sterben. Es wird alles passieren. Es ist Teil des Lebens. Es gehört dazu. Siddhartha hat sich die Frage gestellt, was hat das für einen Sinn? Was hat es dann für einen Sinn, wenn letztendlich doch alles in Alter, Krankheit und Tod endet? Was bedeutet das? Was bedeutet das schöne Leben, den Luxus, den ich habe, wenn ich doch alles zurücklassen muss? Ich weiß nicht, wer von uns sich diese Frage gestellt hat. Letztendlich ist es die Frage, was mache ich aus meinem Leben? Wozu ist mein Leben da? Denn auch wir werden mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert. Ja. Und unsere Gesellschaft versucht dem zu begegnen. Dem Alter wird begegnet mit Kosmetik, Fitnesstraining, mit Sport, mit gesunder Ernährung. Ja. Es gibt Gesundheitsprogramme, es fit zu halten. Alles gegen das Altern. Heute natürlich auch Chirurgie kommt heute noch dazu, ja, um die Spuren des Alterns zu beseitigen. Ja. Unsere Medizin ist einzig und alleine da, Krankheit zu bekämpfen. Also der medizinische Fortschritt gegen die Krankheit. Und mittlerweile findet man in unserer Gesellschaft ja die Einstellung, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Und wenn ich von dem Arzt wiederkomme, dann bin ich wieder gesund. Aber das ist ja nicht zwangsweise so. Irgendwann kann es auch heißen, leider können wir nichts mehr für Sie tun. Ihnen leider nicht mehr helfen. Oder es ist eine langwierige Behandlung notwendig. Und beim Tod wird es in unserer Gesellschaft ganz extrem, der ist eigentlich sichtbar. Gestorben wird im Krankenhaus oder im Hospiz, selten zu Hause. Ja. Der Tod erreicht uns distanziert, durch Fernsehen oder Zeitung. Ja. Also es wird versucht, den Tod irgendwie in der Gesellschaft zu verdrängen. Und ich glaube auch, wir selber verdrängen ihn, macht das auch. Und wenn er uns beschäftigt, vielleicht weil doch ein naher Verwandter gestorben ist oder ein Freund, oder vielleicht die eigenen Eltern, dann versuchen wir, damit in der Stille umzugehen. Ja, es nicht größer werden zu lassen. Was ich im Laufe von meiner Praxis gelernt habe, ist, dass dabei gerade die Beschäftigung mit Alter, Krankheit und Tod dafür sorgt, dass wir das, was wir jetzt gerade haben, mit Dankbarkeit genießen. Dass der Moment, in dem wir jetzt gerade sind, dass er nicht selbstverständlich ist. Ja, dass wir dankbar dafür sein müssen, dass wir den Augenblick, so wie er ist, erleben dürfen. Ja, weil unsere Zeit ist endlich. Und wir wissen nicht, wann uns der Tod ereilt. Es kann morgen sein. Es gibt einen buddhistischen Text, da heißt es, der Tod ereilt dich, ob du krank bist oder gesund. Also welche Schlüsse ziehen wir aus unserer Begegnung mit Alter, Krankheit und Tod? Diese Frage muss, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Siddhartha, der war radikal. Die Frage ließ ihm nämlich keine Ruhe. Er ist nicht zur Tagesordnung übergegangen. Wie viele seiner Zeitgenossen begab er sich auf die Suche nach einer Antwort. Denn er wusste, dass die Antwort, wie man Alter und Krankheit und Tod entkommen kann, nicht in seiner gewohnten Umgebung zu finden ist. Er ging, wie es damals hieß, in die Hauslosigkeit. Er ließ Familie, Hab und Gut hinter sich und suchte sich einen Lehrer. Da war Siddhartha 29 Jahre alt. Er lernte Meditation bei zwei Lehrern. Er lernte schnell. Und bald hatte er die Stufe des Lehrers erreicht und irgendwann sogar darüber hinaus. Er hatte Zustände in der Meditation erreicht, die sein Lehrer nur aus den Erzählungen der Väter kannte. Und die Lehrer baten ihn doch selber zu unterrichten, ja, die Bewegung zu führen, da zu bleiben und zu unterrichten. Aber er lehnte ab, weil er gesehen hat, wenn ich aus dem Zustand der Meditation wieder rauskomme, ist die zentrale Frage noch nicht gelöst. Alter, Krankheit und Tod sind immer noch da. Es reicht ihm nicht aus. Die Antwort war noch nicht gefunden. Er suchte einen anderen Weg. Es gab eine Phase strenger Askese. Eine durchaus übliche Methode damals, den Geist zu befreien, indem man den Körper abtötet. Das war so die Idee. Er machte asketische Übungen, die ihn an die Grenze des Erträglichen brachten. Ja, er war kurz davor zu sterben.
weil er so wenig gegessen hatte, sich solchen Torturen ausgesetzt hatte. Aber auch hier keine Antwort. Er sah, er war nicht wirklich weitergekommen. Auch diese Askese ist der falsche Weg. Er hilft nicht weiter. Fing dann langsam wieder an, Nahrung zu sich zu nehmen und mittlerweile war er sehr berühmt geworden aufgrund seiner asketischen Praxis. Hatte eine große Schar von Anhängern und als er dann wieder anfing zu essen, wandten sich seine engsten Schüler von ihm ab. Es waren 5. Weil sie dachten, der ist jetzt schwach geworden. Der hat eine Schale Reis gegessen, also mit der Völlerei. Das kann nicht gut gehen. Das klappt nicht. Also gingen sie von ihm weg. Er war wieder allein. Er war allein. Was tun, war die Frage. Was? Und er entschloss sich, es wieder mit Meditation zu versuchen. Er erinnerte sich an ein Erlebnis aus seiner Kindheit, wo er vielleicht so 8 oder 9 Jahre war, saß unter einem Baum, sah seinem Vater zu und war auf einmal in einem meditativen Zustand ganz von alleine, ohne Anstrengung. Ein Zustand voller Ruhe und Ausgeglichenheit, ohne dass er sich darum bemüht hat. Daran erinnerte er sich und sagte, vielleicht ist das der Weg. Aber er war entschlossen, er hatte Energie. Er setzte sich unter einen Baum, auf einen Sitz, und sagte, ich stehe nicht eher auf, bis ich die Antwort auf die Frage habe, bis ich erleuchte. Nicht eher stehe ich auf. Und er saß in ihm. Wie lange er da gesessen hat, ist wird unterschiedlich beschrieben, es waren sicherlich Wochen. Ja, er kämpfte mit inneren Widerständen, das wird so als Mara beschrieben, mit den ganzen inneren Kämpfen, die ablaufen, wenn man versucht, sich auf etwas zu konzentrieren. Aber schließlich erlangte er die Befreiung. Und es wird so beschrieben, er sah auf einmal, wie die Dinge wirklich sind. Er sah seine vorangegangenen Existenzen. Er sah, in welchem Leben er was war. Er erkannte, in welcher Abhängigkeit die Wesen wiedergeboren werden und welches, was für ein Zusammenhang zwischen den Taten der Menschen und dem, was sie erlebten, bestand. Er sah, wie Dinge entstehen und wieder vergehen. Das, was man buddhistisch als bedingt entstehen. Und die Erfahrung muss für ihn Schock gewesen sein. Wirklich Schock. Die musste er erstmal verarbeiten. Er hat dann nämlich erstmal 49 Tage unter diesem Baum gesessen und hat das absorbiert, was er da erlebt hat. Es war ja eine vollständige Transformation, die er erlebt hat. Er war nicht mehr der, der er vorher war. Er war nicht mehr Siddhartha. War nicht mehr Siddhartha Gautama. Da war er 35. Mit 29 ist er in die Hauslosigkeit gegangen und 6 Jahre später war er ein Buddha. Aber irgendwann stellte sich auch da die Frage, was tun denn jetzt? Jetzt habe ich das Ziel erreicht, Befreiung erreicht. Und davon hat der Buddha seinen Mönchen auch erzählt. Und er sagte, ich erwog dieses Dhamma, also seine Lehre, das ich erlangt habe, ist tiefgründig, schwer zu sehen und schwer zu verstehen, friedvoll und erhaben, durch bloßes Nachdenken nicht zu erlangen, subtil von den Weisen zu erfahren. Aber diese Generation ergötzt sich am Verlangen, begeistert sich für das Verlangen, erfreut sich am Verlangen. Es ist schwer für eine solche Generation, diese Wahrheit zu erkennen, nämlich die zugrunde liegende Bedingtheit der bedingten Entstehung. Wenn ich das Dharma lehren würde, würden andere mich nicht verstehen und das wäre ermüdend und beschwerlich für mich. Indem ich dies erwog, neigte mein Geist eher zu Untätigkeit als zum Lehren. Also er hatte erst Zweifel, dass was er erlebt hatte, ob das überhaupt weiterzugeben war. Ob man die Erfahrung, die er gemacht hatte, anderen Menschen auch ermöglichen konnte. Er hatte sich, war sich da nicht sicher. Aber ihr, wie wir heute wissen, er hat sich entschieden, hat begonnen mit dem Unterricht. Und er überlegte nach seiner Entscheidung, das zu tun, bei wem fange ich denn an? Wen unterrichte ich denn zuerst? Er dachte zunächst an seine beiden Lehrer, die Meditation beigebracht hatten, aber die waren in der Zwischenzeit verstorben. Und dann fielen ihm die 5 Asketen ein, mit denen er lange Jahre die Askese geübt hat. Und er machte sich auf den Weg, sie zu suchen.
Und dann wurde aus dem sozusagen frisch Erleuchteten der Lehrer. Es gibt eine interessante Begegnung, die er hatte auf dem Weg von dem Ort, wo er Erleuchtung erlangt hatte, zu dem Ort, wo die fünf Askesen waren. Ich zitiere das auch mal, weil ich das so schön finde. Dann ihr Bhikkhus, das sind die Mönche, nachdem ich bei Uruvela geblieben war, solange wie ich es entschieden hatte, machte ich mich auf den Weg, um etappenweise nach Varanasi zu wandern. Zwischen Gaya und dem Ort der Erleuchtung sah mich Upaka auf der Straße und sagte, Freund, deine Sinne sind klar, die Farbe deiner Haut ist rein und strahlend. Unter wem bist du in die Hauslosigkeit gezogen? Wer ist dein Lehrer? Und der Buddha antwortete, ich habe alles transzendiert, ich bin allwissend, habe all dies in mir erkannt. Wen sollte ich als Lehrer nennen? Ich habe keinen Lehrer. Meinesgleichen ist nirgends auf der ganzen Welt zu finden. Upaka sagte daraufhin, dein Behauptung nach, Freund, müsstest du der universale Sieger sein. Besiegt habe ich allen unheilsamen Geist, Upaka, daher bin ich der Sieger jetzt. Und nach diesen Worten sagte Upaka, möge es so sein, Freund, kopfschüttelnd nahm er einen Seitenweg und ging davon. Also die erste Begegnung mit einem Menschen war wohl nicht sehr erfolgreich. Also Upaka hat ihm das nicht so ganz abgenommen. Wahrscheinlich hat er in seiner Erfahrung so viele Menschen und so viele Lehrer schon getroffen, die von sich behauptet hatten, sie hätten die Lösung gefunden. Also war nicht gerade ermutigend. Er brauchte doch etwas Zeit. Er traf seine fünf Askesen, die auch erst ein bisschen skeptisch waren, ob sie überhaupt ihm zuhören sollten. Aber irgendwie strahlte er dann doch was aus, das sie neugierig gemacht hat. Und sie hörten ihm zu. Eine lange Zeit. Es wird beschrieben, einer ging immer Essen holen, Almosen sammeln und die anderen vier, den hat er unterrichtet. Und irgendwann, Kudana war es, hat der Buddha bei diesem erkannt, dass er verstanden hat. Denn der Kudana hatte Erleuchtung erlangt. Er hatte wirklich die gleiche Erfahrung gemacht, die der Buddha gemacht. Damit war der Beweis erbracht, dass man das lernen konnte. Dass man die Erfahrung, die ein Buddha gemacht hat, weitergeben konnte. Und von da an hat der Buddha gelehrt. 45 Jahre lang. Und er hat es immer auf unterschiedliche Weise gemacht. Das macht den Pali-Kanon so interessant, die Schriften. Und jetzt komme ich mal zu der Bahia-Lounge zurück. Weil es gibt ein Sutta, das heißt das Bahia-Sutta. Und dieses Sutta berichtet von einer Begegnung, die der Buddha mit einem, muss man sagen, Bahia hatte. Bahia war eine Volksgruppe, der hieß Darucciria. Und der Buddha war gerade auf seinem Almosengang, wie das so üblich war, des Morgens, um Speisen zu erbetteln. Und normalerweise, wenn der Buddha auf dem Almosengang war, lehrte er nicht. Dann war er mit dem Almosengang beschäftigt. Aber dieser Bahia bat ihn mitten sozusagen auf der Straße, er möge ihn belehren. Und der Buddha sagte, das ist jetzt nicht die rechte Zeit. Aber Bahia bedrängte ihn, immer weiter. Und irgendwann gab dann der Buddha nach und sagte zu dem Bahia, so musst du dich üben. Wenn etwas gesehen wird, soll es nur Gesehenes sein. Wenn etwas gehört wird, soll es nur Gehörtes sein. Wenn etwas gedacht wird, soll es nur Gedachtes sein. Wenn etwas erkannt wird, soll es nur Erkanntes sein. So musst du dich üben. Wenn das, was du siehst, für dich nur Gesehenes ist, wenn das, was du hörst, für dich nur Gehörtes ist, wenn das, was du denkst, für dich nur Gedachtes ist, wenn das, was du erkennst, für dich nur Erkanntes ist, dann bist du weder in dieser Welt, noch in jener Welt, noch zwischen beiden. Das ist das Ende des Leidens. Und nach dieser Belehrung hat auch der Bahia Darucciria Erleuchtung erlangt. Es war sehr direkt, ganz direkt. Es war auch nötig, denn kurze Zeit später hatte der Bahia einen Unfall, ist voll ums Leben gekommen. Es war eine Art, wie der Buddha unterrichtet war. So ist es. Und wenn ich mir das angucke, dann die Vorstellung habe, dass es einen Club gibt, der Bahia-Club heißt, passt das für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Ein bisschen unpassend.
Aber das war nicht die einzige Art, wie der Buddha unterrichtet hat. Eine andere bekannte Geschichte ist die von Kisa Gotami. Da ist der Buddha völlig anders vorgegangen. Kisa Gotami war eine junge Frau, die ein kleines Kind hatte, und dieses Kind ist gestorben bei irgendeiner Krankheit. Und Kisa Gotami war völlig verzweifelt über den Verlust des Kindes. Rannte mit dem Kind durch die Straßen des Dorfes und fragte, ob es jemanden gäbe, der dieses Kind wieder zum Leben erwecken könnte, ob das möglich ist. Die meisten zuckten mit den Achseln oder mit den Schultern und irgendeiner sagte, der Buddha ist in der Nähe, der wird dir helfen können, also geh mal zum Buddha. Kisa Gotami ging zum Buddha, erzählte, dass ihr Sohn gestorben war und er doch dafür sorgen möge, dass er wieder zum Leben erwecken. Und der Buddha antwortete, ja, ich kann dir helfen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe nur eine Bedingung. Eine Bedingung habe ich. Du musst mir Senfsamen bringen. Ah, sagte Kisa. Ist überhaupt kein Problem, Senfsamen. Kein Problem, ich gehe ins Dorf. Ja, Moment. Der Senfsamen muss aus einem Haus kommen, in dem noch nie jemand gestorben ist. Okay, auch das werde ich schon bewerkstelligen. Und Kisa Gotami ging in das Dorf, klopfte an die erste Tür, fragte um den Senfsamen, die Leute waren bereit, ihn zu geben. Sie stellte dann allerdings die Frage, ob schon jemand in dem Haus gestorben sei. An jeder Tür, an die sie klopfte, bekam sie zur Antwort, erinnere mich nicht an den Schmerz. Ja. In jedem Haus, in absolut jedem Haus, ist schon jemand gestorben. Und das hat dann dazu geführt, dass sie doch irgendwann einsah, dass der Tod unvermeidlich ist. Und sie ging dann zum Buddha und hatte verstanden. Eine völlig andere Art zu lehren. Das finde ich am Buddha so faszinierend. Ja, völlig andere Art. Und er hat viele Menschen getroffen in den 45 Jahren. Könige, Bauern, Mörder, Strauchdiebe, Prostituierte, Brahmanen, Kaufleute. Aus allen Gesellschaftsschichten hat er Menschen getroffen. Er hat mit allen gesprochen und hat alle in der einen oder anderen Weise die Gemeinschaft wuchs, wurde größer und größer. Einige sind selbst in die Hauslosigkeit gegangen, um ihm zu folgen. Das war so die Geburtsstunde eines buddhistischen Ordens. Und als die ersten 60 Erleuchteten in der Welt waren, sind die hinausgezogen und haben ihrerseits unterrichtet. Er hat Ordensregeln aufgestellt, dafür gesorgt, dass Versammlungen da waren. Und so ist die Bewegung, so ist buddhistische Lehre immer weiter in die Welt getragen worden. 45 Jahre ist eine lange Zeit. Im letzten Lebensjahrzehnt wurde der Buddha müde. Er wurde alt, sein Körper war verbraucht. Man kann sich das vorstellen, 45 Jahre draußen. So eine glatte Haut wie hier hat er bestimmt nicht, und eine schöne Robe auch nicht. Ja, 45 Jahre Wind und Wetter ausgesetzt. Ja, keine Heizung, keine Klimaanlage, barfuß. Irgendeiner hat mal ausgerechnet, wie viele Kilometer er in seinem Leben gelaufen ist. Es war eine ganze Menge. Zu Fuß. Ja, aber geistig war er immer noch fit. Und irgendwann merkte der Buddha, er wurde auch kränker, ja, schwere Krankheiten befielen ihn, dass es mit ihm, mit seinem Leben hier auf der Erde zu Ende ging. Er wurde eingeladen zu einem Schmied, Chunda, wie das öfter vorkam, dass Menschen ihn eingeladen haben, er war ja schließlich berühmt, zum Essen. Und der Buddha wusste, mit dem Essen ist was nicht in Ordnung. Es war ein Pilzgericht. Man weiß nicht genau, was es war, aber man vermutet, es war ein Pilzgericht. Und der Buddha sagte noch zu dem Schmied Chunda, gib mir das Pilzgericht. Ich bin der Einzige, der das essen kann. Und was davon übrig ist, es vergrabe und gibt den anderen was anderes. Er hat es also gegessen und hat dadurch eine Pilzvergiftung bekommen. Und von der hat er sich nicht wirklich wieder erholt. Er ist dann gewandert und auf dem Weg merkte er dann, dass er immer schwächer wurde und hat sich dann einen Ort gesucht, wo er wusste, dass er dort sterben wird. Und ich finde es bemerkenswert, selbst in dieser Stunde machte er sich Sorgen um seine Mönche und seine Nonnen. Und er wandte sich an diese und sagte, es mag wohl sein, ihr Mönche, dass auch nur ein
einziger unter euch vielleicht Zweifel oder Bedenken über den Erwachten, über die Lehre oder über die Gemeinschaft hat oder über den Weg, über die Schritte, fragt nur ihr Mönche, auf dass es hinterher nicht zu spät ist und ihr bereut. Vor den Augen gewesen war uns der Meister und wir vermochten nicht, den Erhabenen von Angesicht zu fragen. Aber die Mönche blieben still. Fragte noch ein zweites und ein drittes Mal, wie das so üblich war, aber auch da schwiegen die Mönche. Und sein Begleiter Ananda sagte dann, erstaunlich ist es, außerordentlich. Solch ein Glauben habe ich, o Herr, zu dieser Gemeinschaft. Es gibt in dieser Gemeinschaft auch nicht einen Mönch, der Zweifel hat. Und dann sagte der Buddha noch, vergänglich sind alle Daseinsgebilde, strebt weiter mit Achtsamkeit. Das waren die letzten vom Buddha. So, bis hierher klingt das ja alles noch ein bisschen wie Geschichtsunterricht. Ne? Bisschen Mystik, Mensch mit Familie geht hinaus in die Welt, um die Wahrheit zu finden. Er findet die Wahrheit, ja? Er lehrt Menschen. Im Rückblick wird er später als Religionsstifter in die Geschichtsbücher eingehen. Die Philosophen fragt, ist er einer der größten Philosophen Asiens? Aber für mich wäre das Ganze ein bisschen wenig, um als Ideal zu gelten. Denn was macht einen Geleuchteten aus? Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Was ist das Besondere an einem Buddha? Was ist das, was ihn von allen anderen unterscheidet? Die Zitate, die ich benutzt habe jetzt, bis jetzt, die sind alle aus dem Pali-Kanon, wie das heißt. Das sind die Überlieferungen, die erst mündlich weitergegeben wurden und dann aufgeschrieben wurden in Pali. Ja, das ist eine indische Sprache. Deshalb heißt der Pali-Kanon. Und ich finde diese Lektüre faszinierend, obwohl man nicht behaupten kann, dass das ein literarisches Meisterwerk ist. Also, es gibt relativ schlechte deutsche Übersetzungen. Die englischen sind ein bisschen besser. Es gibt endlose Wiederholungen. Ja. Aber darauf kommt es nicht an. Weil der Pali-Kanon vermittelt mehr als Konzepte und Faktenwissen. Es ist keine philosophische Abhandlung. Er ist im westlichen wissenschaftlichen Sinne noch nicht einmal geordnet, der Pali-Kanon. Also weder zeitlich noch sachlich. Die Themen stehen kreuz und quer verstreut, ja, in dem Text oder in den Büchern, es sind eine ganze Menge. Ja. Und das Ordnungssystem richtet sich nach der Länge der Texte. Oder vielleicht nach der Anzahl von Begriffen, die behandelt werden. Oder ob es Ordensregeln sind, ja, oder Lehrreden. Keine Ordnung in unserem Sinne da drin. Aber was uns begegnet in dem Pali-Kanon sind Menschen, sind Götter, sind Begebenheiten, sind Orte und natürlich Lehrinhalte. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist immer Teil der Lehre. Man muss das immer als Ganzes sehen, weil der Buddha hat zu konkreten Menschen in konkreten Situationen gesprochen. Und das muss man immer im Hinterkopf halten, wenn man Dinge auslöst, wenn man die Geschichte vergisst, die dazugehört, dann entsteht leicht der Eindruck, es seien Widersprüche. Außerdem war der Buddha für die Menschen seiner Zeit präsent. Sie hatten also nicht nur die Worte, sie hatten seine gesamte Erscheinung. Und heute weiß die Kommunikationsforschung, dass ungefähr nur 20-25% von dem, was wir sagen, die Botschaft vielmehr, die Worte sind. Der Rest ist Körpersprache, Körperhaltung, Druck und solche Sachen, Stimmlage. Ja, das ist das, was auch noch mit zur Botschaft gehört. Ja. Also eine E-Mail oder ein Telefonat kann eine persönliche Begegnung nie ersetzen. Da wird immer mehr transportiert. Und zu Buddhas Zeiten war das nicht anders. Aber wir haben nun mal noch nur die Worte. Aber trotzdem, für mich wird zwischen den Zeilen der Buddha lebendig. Ja. Der Buddha war eine Persönlichkeit. Er war jemand, der lernt. Das finde ich interessant. Auch das deutlich wird. Er war nicht vollkommen in dem Sinne, dass er wusste, wie er sofort mit Menschen umgehen kann, um das weiterzugeben. Er hat die Ordensregeln beispielsweise nicht in der Tasche gehabt. Ah, du möchtest Mönch bei mir werden? Hier hast du ein Buch, hier sind die Ordensregeln drin. Sondern er hat die Ordensregeln situativ, ja, wie das notwendig war, gegeben. Der Buddha war einzigartig. Auch das kann man aus den Schriften ablehnen. Denn es hat ja viele Erleuchtete gegeben, die auch in den Schriften erwähnt werden. Und das waren alles eigene Persönlichkeiten. Also wenn man erleuchtet ist, bedeutet das nicht, dass man sozusagen uniform ist. Der eigene Charakter bleibt deutlich. Aber die Ausstrahlung vom Buddha war wohl einmalig.
geschrieben wird. Es kam keiner ran. Manchmal reichten wenige Worte von ihm und die Person gegenüber war erleuchtet. Was auch wichtig ist, der Buddha war kein Dogmatiker, sondern eher ein Praktiker. Er war kein Anhänger von richtig oder falsch, sondern er dachte eher so in den Kategorien von hilfreich oder hinderlich auf dem Weg zur Befreiung. Also es geht nicht um Beliebigkeit oder so. Also es hätte nichts genützt, wenn er zu Kisa Gotami gesagt hätte, der Frau mit dem toten Kind, alles ist vergänglich, alle Menschen müssen sterben. Ja, niemand sagt uns, wann das so sein wird. Nimm einfach das als Tatsache an. Das hätte Kisa Gotami nicht geholfen. Die Wahrheit wäre an der Stelle nicht hilfreich gewesen. Und man hat natürlich zu der damaligen Zeit versucht, den Buddha auch festzunageln oder in Widersprüche zu verwickeln. Man hat also versucht nachzuweisen, dass er gar nicht so vollkommen ist, wie er immer vorgibt. Da gibt es eine interessante Geschichte. Das ist die Geschichte vom Prinzen Abhaya. Und der Prinz Abhaya, der wurde von seinem Lehrer beauftragt, dem Buddha eine Fangfrage zu stellen, um ihn unglaubwürdig zu machen, ihn zu widersprüchlichen Aussagen zu zwingen. Und zwar sollte er ihm die Frage stellen, würde ein Tathagata, Tathagata ist ein anderer Begriff für Buddha, Worte äußern, die anderen unwillkommen und unangenehm sind? Frage hat er gestellt. Würde ein Tathagata Worte äußern, die anderen unwillkommen und unangenehm sind? Wenn ja, also wenn er solche Worte benutzen würde, so war die Sicht des Lehrers von dem Prinzen Abhaya, dann wäre der Buddha nicht anders als ein gewöhnlicher Mensch. Weil jeder Mensch benutzt Worte, die einem unangenehm sind. Wenn der Buddha diese Frage verneinen würde, dann hätte der Buddha gelogen. Weil es war bekannt, dass Worte benutzte, anderen unangenehm waren. Er konnte manchmal sehr direkt sein. Sehr direkt. Aber was antwortet der Buddha auf eine solche Frage? Er antwortete, darauf gibt es keine eindeutige Antwort, Prinz. Also auf die Frage, würde ein Tathagata Worte äußern, die anderen unwillkommen und unangenehm sind, gibt es keine eindeutige Antwort. Und was der Buddha dann sagt, zeigt, wie ein Buddha handelt, was ihm wichtig ist, und es sagt was über den Gebrauch von Sprache. Und deshalb finde ich die Stelle so interessant und spannend. Er sagt nämlich, Worte, die ein Tathagata als unwahr, falsch und nicht nützlich erkennt, und die auch anderen unwillkommen und unangenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Worte, die der Tathagata als wahr und richtig, aber nicht nützlich erkennt und die anderen unwillkommen und unangenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Worte, die der Tathagata als wahr, richtig und nützlich erkennt, aber die anderen unwillkommen und unangenehm sind, für den Gebrauch solcher Worte kennt der Tathagata den richtigen Zeitpunkt. Worte, die der Tathagata als unwahr und falsch erkennt, aber die anderen willkommen und angenehm sind, solche Worte äußert der Tathagata nicht. Also der Buddha, was er tut, tut er, um den Menschen zu helfen. Er sagt nämlich zum Schluss, warum ist das so? Weil der Tathagata Mitgefühl für die Wesen hat. Ein Buddha handelt immer bewusst, immer klar und immer der Situation angemessen. Also wenn wir im Pali-Kanon lesen, erfahren wir eine ganze Menge über den Buddha. Aber wissen wir denn schon, was ein Buddha ist? Die Frage ist natürlich auch nicht neu. Ja, die Frage ist nicht neu, wer ein Buddha ist. Er ist auch gefragt worden. Und er hat jemanden getroffen, der hieß Kata. Und auch er fragte den Buddha, sollte der Herr wohl ein Gott sein? Also die Frage ist, ist der Buddha ein Gott? Oder ein Gott wer? Nicht werde ich, Brahmana, ein Gott sein. Oder sollte der Herr wohl ein Geist werden? Also war der Buddha ein Geist? Nicht werde ich, Brahmana, ein Geist sein. Sollte dann etwa der Herr ein Dämon werden? Nicht werde ich, Brahmana, ein Dämon sein. Dann wird wohl der Herr ein Mensch werden. Nicht werde ich, Brahmana, ein Mensch sein. Also auf die Frage, ob der Herr wohl ein Gott sein würde, ein Geist, ein Dämon oder ein Mensch, erwiderst du, nicht werde ich ein Gott sein, ein Geist, ein Dämon.
Was aber sollte da wohl der Herr werden? Also er ist so alle Kategorien durchgegangen, die man zu der Zeit kannte, was man so sagen konnte. Und er sagt, der Buddha, jene Triebe, Brahmane, die, wenn nicht überwunden, mich zum Gott, zum Geist, zum Dämon oder zum Menschen machen würden, diese Triebe sind in mir überwunden, an der Wurzel zerstört, vernichtet und keinem neuen Entstehen mehr unterworfen. Für einen Erleuchteten. Also hier ist die Antwort. Der Buddha, ein Buddha passt nicht mehr in unsere Denkkategorie. Ein Buddha steht über allem. Er ist über das Menschsein hinausgegangen. Deshalb heißt er auch Tathagata. Und zwar nicht, weil er sich dort selbst hinplatziert, sondern weil er das Höchste verkörpert, was an der Entwicklung möglich ist. Sangharakshita, der Ordensgründer hier, der hat ja zu dem Begriff der höheren Evolution geprägt. Also, dass die Entwicklung beim Menschen, so wie wir jetzt sind, nicht aufhört. Also jeder Mensch kann sich weiterentwickeln. Wir alle tragen das Potenzial von Erleuchtung in uns. Welche Eigenschaften hat ein Buddha? Es gibt einen Rezitationstext, das heißt Tiratana Vandana, und da gibt es einen Abschnitt über den Buddha. Und da wird beschrieben, welche Eigenschaften ein Erleuchteter hat. Wenn man den rezitiert, heißt das, wir rezitieren das normalerweise in Pali, aber ich nehme jetzt mal die deutsche Übersetzung, das macht es einfach. Wirklich so ist er, der Reichbegabte, der Freie, der ganz und gar Erwachte, vollkommen im Wissen und Wandel, der glücklich Vollendete, Kenner der Welten, unübertrefflicher Führer von Menschen, die zur Selbstmeisterung bereit sind, Lehrer von Göttern und Menschen, der voll Erwachte und Reichbegabte. Gucken wir uns diese einzelnen Abschnitte mal an. Er ist also vollkommen im Wissen. Also er hat keine Denkgebäude aufgebaut, keine philosophischen Konzepte entwickelt. Die, die wir heute kennen, sind eigentlich teilweise sehr viel später entstanden, systematisiert worden. Der Buddha wusste einfach, was richtig ist. Er wusste, wie das Leben funktioniert. Er kannte den Zusammenhang zwischen Taten, Folgen, Wiedergeburt. Er hat auch selbst wenig über Erleuchtung erzählt. Er hat auch wenig über Nirvana gesagt. Er hat auch nicht alles gesagt, was er wusste. Er hat immer nur das gesagt, was hilfreich war für den Menschen, den er gerade traf. Er benutzt oft Gleichnisse, Bilder. Also Weisheit bedeutet letztendlich das, zu sagen und zu lehren, was der Situation der Person angemessen ist. Und sein Wissen beruht auf direkter Schauung. Er hat es ja nicht gelernt, konnte ja nicht nachgucken im Buch. Was muss ich in der Situation sagen? Er war eins mit der Wahrheit und mit dem gegenwärtigen Moment. Vollkommen im Wissen. Er war vollkommen im Wandel. Das heißt, vollkommen im Verhalten. Ja, er war ein Vorbild, war ein Beispiel. Ja, er war, Reden und Handeln waren eins. Ja, absolute Integrität. Ja. Das verlangt man ja heute so in der Wirtschaft, so von Führungskräften, dass sie integer sind. Ist das, was sie sagen, auch mit dem übereinstimmt, was sie tun. Beim Buddha ist das ganz natürlich. Also keine Sonntagsreden schwingen, wie das so schön. Ja, er war vollkommen achtsam. Wenn wir uns erinnern an das Eingangszitat, wo die Beobachtung des Buddha, vom Buddha geschildert wurde. Ich muss das mal wieder vor Augen halten. Er war vollkommen bei dem, was gerade war. Er war ethisch, mitfühlend. Er war vollkommen präsent und und sein Verhalten war eben Ausdruck von Erleuchtung. Und er war offen. Er war offen für andere, sah, was nötig war. Sogar in der letzten Stunde seines Lebens war das noch so. Da gab es den Pilger Subhadda, und ihn, diesen Pilger trieb eine Frage um. Und er wollte den Buddha unbedingt noch sehen. Unbedingt noch sprechen. Und er bat Ananda, den Begleiter vom Buddha, ihn zum Buddha zu lassen, aber der Buddha lehnte eigentlich ab. Also, der Buddha liegt im Sterben. Und davon kriegte der Buddha, das kriegte der Buddha mit. Und er sagte dann zu Ananda, genug Ananda, wehre Subhadda nicht ab. Es soll Ananda Subhadda vergönnt sein, den Vollendeten zu sehen. Was auch immer Subhadda mich fragen wird, er tut dies nur aus Wissensdurst und nicht, um mich zu quälen. Und was ich so gefragt antworten werde, wird er gar bald verstehen. Sogar in der letzten Stunde war er noch für die Menschen da. Der Buddha wird bezeichnet als der glücklich Vollendete. Er hat sein Ziel erreicht, er hat Erleuchtung erlangt, die endgültige Befreiung, Alter, Krankheit und Tod sind überwunden. Den endgültigen Frieden. Nirvana, das höchste Glück. Er ist Führer von Menschen, die zur Selbstmeisterung bereit sind.
Das bedeutet, jeder muss sich selbst entschließen. Jeder muss sich selbst entschließen, den Weg zu gehen. Ja, wir müssen uns der Führung des Buddha anvertrauen. Wir werden vielleicht nicht alles sofort verstehen, was er uns zu sagen hat. Manches lehnen wir vielleicht sogar ab. Wir können es vielleicht nicht nachvollziehen, weil es sich noch nicht deckt mit unserer Erfahrung. Wie weit reichen meine ethischen Prinzipien? Was klammere ich aus? Wie ist meine Haltung zum Thema Wiedergeburt? Wie ist meine Haltung zu Karma? Also ich persönlich konnte mich mit Wiedergeburt, als ich mich anfing, näher mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, überhaupt nicht anfreunden. Passt da eigentlich nicht zu meinem Weltbild. Mittlerweile sehe ich es ganz anders. Ich persönlich vertraue einfach darauf, was der Buddha gelehrt hat. Es hilft mir, mich zu entwickeln. Und ich bin mir voll bewusst, dass der Buddha mir die Arbeit nicht abnehmen kann. Er kann für mich sozusagen in dem Sinne nichts tun, außer dass er mir als Ideal zur Verfügung steht und ich auf das vertrauen kann, was er gelehrt hat. Er ist Kenner der Welten. Im Buddhismus gibt es nicht nur diese Welt, diese Menschenwelt oder die Tierwelt. Es gibt eine Götterwelt, es gibt eine Höllenwelt, es gibt die Welt der hungrigen Geister, es gibt die Welt der Titanen, also ganz unterschiedliche Welten, unterschiedliche Seinszustände. Mit all diesen Seinszuständen war der Buddha vertraut. Und der Buddha kannte die Bedeutung von Bedingungen für das spirituelle Leben. In der Menschenwelt ist es so, bei uns hier beispielsweise, wir brauchen erst eine gewisse Grundversorgung, die muss erstmal sichergestellt sein, damit wir uns überhaupt auf den spirituellen Weg, wenn wir nichts zu essen haben, in unseren klimatischen Verhältnissen hier, wenn wir kein Dach über dem Kopf haben, dann werden uns andere Dinge beschäftigen als das spirituelle Leben. Wir brauchen Freud und Leid im Leben, damit wir uns überhaupt verändern. Der Buddha kennt all diese Zustände. Der Buddha wird auch immer als Lehrer von Göttern beschrieben. Die Götter sind in dem buddhistischen Kontext eine andere Existenzform. Die Zeitspanne der Existenz ist länger als die von Menschen. Und Götter sind dadurch gekennzeichnet, dass es denen meistens gut geht in der Vorstellung. Und dann vergessen die, dass auch der Zustand eines Gottes irgendwann mal endet. Denn alle Dinge sind vergänglich. Also Götter sind im Buddhismus auch nur Wesen, haben keinen Schöpfergottcharakter. Und der Buddha hatte Kontakt zur Götterwelt. Das wird auch in den Schriften so beschrieben. Die ersten Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, waren der Meinung, das sind Einschübe in den Pali-Kanon, die man so da reingebaut hat, um die Bedeutung des Buddhas zu heben, dass er auch Kontakt zu Göttern hat. Ich persönlich bin der Überzeugung, warum sollte man das tun? Ich glaube eher, dass das der Wahrheit entspricht. Warum sollen wir das, was wir im Moment erfahren können, also hier unsere Menschenwelt, auf der wir jetzt leben, in dem Zustand, warum sollen wir das als einzig mögliche Existenzform annehmen? Was gibt es da für einen Grund dafür? Es gibt einen, außer die Beschränktheit unserer Vorstellungskraft. Also nur weil wir keinen Zugang zu diesen Welten haben, können wir nicht daraus schließen, dass diese Welt. Also ich gehe da einfach mit um, ich sage, die Möglichkeit ist da und bin da eigentlich ganz offen. Zum Schluss wollte ich noch so ein bisschen eingehen auf die Bedeutung für mich, für meinen, was der Buddha für mich bedeutet. Ich denke, was auch für andere bedeuten kann. Der Buddha ist der Begründer eines spirituellen Weges, den wir Buddhismus nennen. Der Buddha ist die Wurzel für unsere Praxis. Denn alles, was wir lernen können, geht letztendlich auf ihn zurück. Es gibt einen schönen Text, der ist sehr viel später entstanden, einige hundert Jahre nach dem Tod des Buddha. Der beschreibt das sehr schön. Der Buddha wird in diesem Text als Jinna, Jinna ist ein anderes Wort für Sieger, bezeichnet. Ebenso, welche Dhammas die Schüler, also welche Lehren, die Schüler des Jinna auch immer begründen, was immer sie lehren und geschickt erklären, was das Werk des Heiligen betrifft, welches zur Fülle der Glückseligkeit führt und auch die Früchte dieses Werkes, all das beruht auf den Werken des Tathagata, des Buddha. Denn was immer der Jinna, der Führer zum Dhamma, gelehrt hat, seine Schüler wurden, wenn es wahrhaft gute Schüler sind, gut darin ausgebildet, aus direkter Erfahrung, die von ihrem Training stammt, lehren sie. Ihre Lehren sind auf die Macht der Buddhas zurückgeführt, nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten. Also all das, was wir können, all das kommt vom Buddha. Und das bedeutet für mich, ich brauche eine Verbindung zum Buddha. 2500 Jahre sind eine lange Zeit. Und wenn es uns gelingt, diese Überlieferung wachzuhalten, und dann machen wir den Buddha da
lebendig für uns. Der Buddha ist ein Ideal, das Ideal der Erleuchtung. Er zeigt, was möglich ist. Er zeigt, was Menschen erreichen können und wie wir unserem Leben Sinn geben können. Und er hat auch gezeigt, dass es möglich ist, den Weg zu unterrichten. Schüler von ihm und deren Schüler haben das Ziel nämlich auch erreicht. Er ist ein Vorbild. Also der Buddha, wie er uns in den Schriften begegnet, kann uns als Vorbild, als Quelle der Inspiration dienen. Mir geht das jedenfalls. Er wollte kein Führer sein, ist eigentlich gar nicht beabsichtigt. Er war voller Empathie, immer bei seinen Gesprächspartnern. Er konnte seine Krankheiten ertragen. Ja, er hat nicht gejammert. Er konnte seine Krankheiten ertragen und die Unzulänglichkeiten. Er war achtsam, immer bei dem, was er tat. Der Buddha ist für mich Objekt der Verehrung. Ja, es gibt Bildnisse, Schreine. Tempel sind Orte der Verehrung und der Hingabe. An diesen Orten, so wie hier, kommt man in Kontakt mit dem Ideal, mit der Lehre. Also viele verneigen sich vor den Schreinen, wenn sie hier reinkommen, um in Kontakt zu sein. Es stehen Kerzen da, Räucherstäbchen. Aus Dankbarkeit, dass es das gibt. Der Mensch funktioniert ja nicht nur über den Intellekt. Viele Menschen spricht der Buddhismus an, weil er so rational ist. Oder den Anschein hat, so rational zu. Es gibt keinen übergeordneten Schöpfergott, den man akzeptieren muss. Der Buddha war ein Mensch, er war eine historische Gestalt. Aber wenn wir praktizieren, dann merken wir, dass da mehr ist. Dass da vielleicht was fehlt, wenn wir es nur auf die intellektuelle Art und Weise angehen. Sind Emotionen da, sind Gefühle da und die muss man mitnehmen. Und diese Emotionen und Gefühle suchen Ausdruck. Diese Ausdrucksmöglichkeit braucht Orte. Ja, wir können vor Schrein knien, wir können Opfergaben machen, einfach um diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also Rituale helfen uns, emotional in Verbindung mit dem Ideal und mit dem Buddha zu sein. Eine weitere Möglichkeit, mit dem Buddha in Kontakt zu kommen, ist unsere Vorstellungskraft. Wir können uns den Buddha vorstellen, ein inneres Bild vom Buddha haben. Ja? Das mag für jeden anders aussehen. Das gab es schon zu Buddhas Zeiten. Es gab einen Mönch, Pindya hieß er, glaube ich, der war krank und alt und konnte nicht mehr zum Buddha gehen. Aber er sagte, der Buddha ist immer bei mir in meinem Herzen. Ich habe immer ein Bild vom Buddha in mir. Und Abbildungen von Buddhas können uns einfach helfen, unser eigenes Bild kreieren. Denn Bilder, Figuren sind eine andere Art der Sprache. Ich weiß nicht, wenn Sie auf diese Figur schauen, ob die Ihnen was sagt. Wenn Sie sich die einfach mal anschauen und einfach mal auf sich wirken, dass bei Ihnen irgendwas auslöst, eine Resonanz. Kann das einfach mal auf sich wirken? Im Sommer war ich auf einem Konvent, einem internationalen Konvent, wo sich die Ordensangehörigen treffen. Und das Thema auf diesem Konvent war, sollte es anders sein, der Buddha. Und Subhuti hat einen Vortrag gehalten und von seinen Erfahrungen in Indien berichtet. Ich war zwar auch schon mal in Indien, aber ich war noch nie an dem Ort, wo der Buddha Erleuchtung erlangt hat, Bodh Gaya. Muss ein sehr beeindruckender Ort sein. Ich weiß nicht, wer da schon mal war. Und da gibt es den Baum noch, unter dem der Buddha gesessen hat. Ob das der Originalbaum ist, weiß ich nicht. Er ist nur sehr, sehr groß schon mittlerweile. Aber es gibt auch einen Platz. Dort, wo der Buddha gesessen hat, angeblich gesessen hat, als der Erleuchtung erlangt. Und dieser Platz ist nichts anderes als eine gepflasterte Fläche. Es gibt dort keine Figur, kein Bild, sondern nur eine gepflasterte. Der Platz ist leer. Einfach ein leerer Platz. Der Buddha ist nicht da. Das heißt, wir müssen den Platz füllen. Wir müssen ihn füllen. Dadurch, dass der Buddha an der Stelle nicht ist, entsteht erst der Raum, den wir füllen können mit unserer Vorstellung vom Buddha. Wir müssen sozusagen den Buddha in die Gegenwart holen, in unserer Vorstellung. Zum Schluss, was machen wir jetzt damit? Jetzt habe ich über eine Stunde geredet. Was machen wir jetzt? Die Lebensgeschichte vom Buddha kann uns zeigen, dass wir Befreiung nur finden können, wenn wir uns auf den Weg machen. Wenn wir bereit sind für Veränderung. Ich habe erwähnt, dass viele Menschen zu uns kommen, um Meditation zu lernen, weil sie ruhiger oder gelassener werden. Und nach meiner Erfahrung reicht das nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn wir in unserem oft schon vollen Leben einfach nur Meditation hinzufügen. Glücklicher und zufriedener können wir nur werden, wenn wir uns verändern.
wenn wir unseren Umgang mit der Welt verändern, weil wir die Welt nicht ändern können. Und der Buddha hat Erleuchtung erlangt, weil er sich radikal verändert hat, weil er die Konsequenzen gezogen hat aus der Erfahrung mit der Konfrontation mit Alter, Krankheit und Tod. Welche Bedeutung hat der Buddha für uns, für mich? Denn eigentlich kann diese Frage nur jeder für sich beantworten. Also für mich ist er die Quelle der Befreiung. Und wenn ich über ihn lese, wird er für mich lebendig. Er ist wirklich ein Vorbild für mich. Auch wenn es manchmal dazu führt, warum schaffst du? Ja, warum bist du denn nicht so achtsam? Liest sich doch so einfach. Aber dann stellt man fest, nach Erleuchtung zu streben, so den buddhistischen Weg zu gehen, der ist nicht einfach. Er ist steinig. Und das Paradoxe daran ist, dass die meisten Steine, die wir vorfinden auf dem Weg, legen uns selber dahin. Das ist das Problem. Die meisten Steine legen uns selber dahin. Also die Warnung vorweg, buddhistische Praxis macht das Leben nicht einfacher. Sie konfrontiert uns mit der eigenen Verantwortung und mit der eigenen Unvollkommenheit. Ein Christ hat mal zu mir gesagt, ist es nicht anstrengend für euch Buddhisten, dass ihr alles alleine machen müsst? Kein Gott, der euch unterstützt. Kein Gott, an den ihr euch wenden könnt. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja unsere Gemeinschaft. Wir haben den Sangha. Wir haben unser Vertrauen in die Wirksamkeit der buddhistischen Praxis. Und wir haben den Buddha als Ideal, als Vorbild, als Symbol dessen, wohin sich Menschen entwickeln können. Es ist an uns, ihn lebendig zu halten. Und zwar so lebendig wie vor 2500 Jahren. Zum Wohl, zum Abwesen. Dankeschön fürs Zuhören.